Morgens um 9 Uhr in den Räumen des Projekts Omnibus am Münchner Goetheplatz. Direkt gegenüber der Haunerschen Kinderklinik. Die beiden Franziskaner Bernd Leopold und Nikolaus Voss decken zusammen mit Alexandra Gürtel den Frühstückstisch. Heute beginnen sie den Tag gemeinsam mit 6 Müttern und Vätern. Diese haben hier vorübergehend eine Unterkunft erhalten, um ganz nah bei ihrem schwerkranken Kind sein zu können. Also was ich beim Omnibus besonders finde, ist, dass man hierher kommt. Man kommt vielleicht aus einem kleinen Dorf und die Situation mit seinem Kind ist dort sehr speziell. Und man kommt hierher und man merkt, es gibt ganz viele Eltern, die das Gleiche durchmachen. Seltene Krankheiten oder einfach spezielle Fälle, wo man sonst nirgends weiterkam. Und hier kann man sich austauschen und seine Freude und Leid teilen und einfach Gemeinschaft haben. Das finde ich ganz toll. Omnibus, das heißt für alle. Wenn ein Kind schwer krank ist und die Eltern irgendwo unterkommen müssen, wo es möglichst nicht teuer ist, dann sollte es egal sein, welcher Herkunft oder Konfession sie sind. Sie können hierher kommen, sie werden hier aufgenommen und ähnlich wie es in einem Bus ist, haben sie mit den anderen Eltern zusammen ein gemeinsames Ziel, in diesem Fall, dass das Kind wieder gesund wird. Praktiziert wird echte franziskanische Gastfreundschaft. Dabei spielen Religion oder Herkunft keine Rolle. Ziel ist es, dass die Eltern ihren kranken Kindern nahe sein können. So war auch die Vision des Projektgründers, wie Bruder Bernd weiß. Mitte der 80er Jahre war Pater Michael Klinikseelsorger im Dr. von Haunerschen Kinderspital. Es war die Zeit, als die Medizin erkannt hat, wie wertvoll das ist, dass Eltern bei ihren schwerkranken Kindern sind. Der Michael hat die Not dieser Eltern erkannt, die jetzt dann nach München kamen von außerhalb. Er hat seine Wohnung für diese Eltern geöffnet. Er hat ihnen einen Schlafplatz gegeben, dass sie da kostenlos übernachten konnten. Sein großer Traum war, dass er allen Eltern, die Bedarf spüren, einen Schlafplatz bieten kann. Pater Michaels Traum besteht bis heute fort. Dank einer Erbschaft konnte er noch persönlich den Neubau des gegenwärtigen Hauses planen. In der jetzigen Form des Omnibus stehen 20 Zimmer mit 37 Betten sowie 2 Appartements für auswärtige Eltern zur Verfügung. Und das in unmittelbarer Nähe zur Kinderklinik. Also wir sind froh, dass wir hier sein können. Wir kommen seit einem Jahr hierher und freuen uns auch immer, dass wir hier schlafen können und nicht irgendwo ein Hotel mieten müssen. Ja, man ist halt unmittelbar drüben gleich, wenn irgendein Anruf kommt. Man muss nicht Ewigkeiten mit U-Bahn fahren, mit dem Auto fahren. Man kann sich mit Eltern austauschen über Probleme, gibt einen gegenseitig Ratschläge. Dadurch hilft das auch, unwahrscheinlich den Schmerz zu verarbeiten. Man kann über traurige Sachen reden, man kann auch lachen, was sehr wichtig ist. Und das spürt man hier, das ist wie eine zweite Familie. Und die Möglichkeit war für uns natürlich ganz toll, dass wir hier übernachten können, in der Nähe zur Klinik und die Nähe zum Baby. Energie sammeln, Sorgen und Nöte austauschen, miteinander weinen und lachen. Kraft tanken in harten Zeiten, um den beschwerlichen Klinikalltag durchzuhalten. So wünschen es sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts Omnibus für alle Eltern, die bei ihnen nach einer Unterkunft fragen. Das Wichtigste ist, die Eltern werden in ihrer schweren Situation nicht alleine gelassen.